Die Dampflok der Baureihe 55 der Deutschen Reichsbahn, die Brot- und Butterlok im Güterzug und Rangierdienst, kommt als detailliertes Modell von Pico in der Spurweite TT in den Fachhandel. Sie wird in DC-Ausführung bzw. als Soundvariante ab Werk mit dem Pico Smart Decoder 4.1 Sound für Next 18 Schnittsteller angeboten. Die Dampflokomotiven G71 der preußischen Staatseisenbahnen wurden ab 1893 von den meisten größeren preußischen Lokomotivherstellern in hohen Stückzahlen gebaut. Die vierfach gekuppelten Lokomotiven waren für den schweren Güterverkehr vor allem auf steigungsreichen Strecken vorgesehen. Bis 1917 wurden 1202 Exemplare der einfachen und robusten Lokomotiven an preußischen Staatseisenbahnen geliefert. Die Deutsche Reichsbahn übernahm 680 G71 und nummerierte diese 1925 in 55001 bis 660 um. Nach dem Zweiten Weltkrieg setzte die Bundesbahn die Lokomotiven häufig im Rangierdienst ein und musterte bis 1957 die letzten Exemplare aus. Bei der Deutschen Reichsbahn standen die G71 bis 1966 im aktiven Dienst. Das Vorbild der Lokomotive mit der Loknummer 55669 war bei der Deutschen Reichsbahn der RBD Erfurt im BW Erfurt mit Revisionsdatum vom 16.07.65 zugeordnet. Das Modell der Baureihe 55 ist eine komplette Neukonstruktion und überzeugt als erstes formneues TT-Dampflokmodell von Pico durch seine vorbildgerechten Proportionen, die detaillierte Steuerung, das feine Gestänge sowie dem Fahrwerk mit feinst nachgebildeten Speichenrädern. Darüber hinaus sorgen die extra angesetzten Luftkessel, Bremszylinder, Lichtmaschine, Luftpumpe, Aufstiege, Rauchkammertür, Wassereinfüllöffnung und die feinen Lampen für ein hervorragendes Erscheinungsbild. Zusätzlich sind auch die Handgriffe an Lok und Tender separate Ansatzteile, die den hohen qualitativen Anspruch der Lok unterstreichen. Das Modell überzeugt darüber hinaus durch feinste Lackierung und Bedruckung, gelungenen Formenneubau und eine stimmige Umsetzung der Vorbildmaschine. Die Lok hat einen schweren Zinkdruckgussrahmen und für den Antrieb einen kräftigen Motor, der für hervorragende Fahreigenschaften des Modells sorgt. Die Soundvariante der Baureihe 55 ist ab Werk mit dem Pico Smart Decoder 4.1 Sound für Next 18 Schnittsteller ausgerüstet. Insgesamt können 24 digitale Funktionen abgerufen werden. Hier ein paar ausgewählte Beispiele. Das Spitzensignal ist digital schaltbar mit fahrtrichtungsabhängigen, funktionierenden
Lichtwechsel. F0, Licht an, aus. F1, Fahrgeräusch. F3, Dampfpfeife, kurz. F4, Dampfpfeife, lang. F5, Glocke. F6, Rangiergang. F7, Wasserpumpe. F8, Injektor. F12, Zylinderdampf ablassen. F13, Luftpumpe. F15, Kuppeln. F16, Sicherheitsventil. F18, Ausschlacken. Mit der detailverliebten Dampflok Baureihe 55 der Deutschen Reichsbahn in TT realisiert Pico einen vielfach genannten Neuheitenwunsch vieler TT-Bahner. Das Modell verspricht, durch seine langlebige, betriebstaugliche Ausführung, den durchdachten technischen Features sowie hervorragende Fahreigenschaften mit ausreichender Zugkraft für realistisch lange Züge, viel Spielspaß und Freude auf der Modellbahn und wird zu einem echten Blickfang auf jeder TT-Anlage.